Prostata, das zweite Herz des Mannes. Wenn du ein Anatomiebuch aufmachst, siehst du, dass diese Drüse tatsächlich wie ein kleines Herzchen aussieht. Und genauso groß ist ihre Bedeutung für die Gesundheit, Sexualität und energetisches Wohlbefinden deines Partners. Was kannst du tun, um das Herz deines Partners zu berühren? Es gibt, grob gesagt, drei Wege. Erstens, wenn du deine Intimmuskulatur trainierst, ist deine Vagina so kräftig und lebendig, dass wenn dein Partner in dich eindringt, soll er auf jeden Fall seine Beckenbodenmuskulatur anspannen. Und indirekt stimuliert das seine Vorsteherdrüse. Er soll dann mit PC-Muskel eine gute Bewegung machen. Dadurch wird er stimuliert und dadurch werden seine Orgasmen intensiver. Außerdem, Prostata befindet sich an der anderen Seite von dem Schaft. Also, wenn du eng bist, wenn deine Prostata beweglich und aktiv, wenn deine Vagina beweglich und aktiv ist, stimuliert er mit der hinteren Seite von seinem Schaft diese Drüse. Zweitens, es gibt den sogenannten Million-Goldstücke-Punkt. Ein bisschen genauer erkläre ich in den Seminaren, wie man diesen Punkt findet. Er ist auf dem Damm zwischen den Hoden und dem Anus des Mannes. Oder du versuchst, diesen Punkt mit ihm gemeinsam zu finden. Am liebsten, wenn dein Partner Erektion hat, suchst du überall an seinem Damm und er wird dir Feedback geben, wo genau es unwiderstehlich schön wird. Hauptsache, liebevoll das machen, nicht so stark drücken, aber auch nicht so schwach. Am liebsten wird dich dein Partner anleiten, weil die Männer sowieso alle etwas unterschiedlich sind und was die Kraft vom Druck anbetrifft, haben sie etwas unterschiedliche Erwartungen. Und natürlich am effektivsten geht es über Rektum, über den Enddarm. Ja, Anus wird bei vielen mit etwas Schmutzigem assoziiert, mit Homosexualität und die Deutschen sind natürlich nicht so schlimm wie die Russen, aber gibt es viele, die etwas sogar unbewusste Homophobie haben. Sie können tolerant sein, aber der Mann denkt in sich, okay, wer bin ich, wenn mir die Prostata-Massage gefällt? Bin ich dann nach wie vor heterosexuell oder bin ich jetzt plötzlich homosexuell? Theoretisch weiß er, es ist nichts Schlimmes dran, homosexuell zu sein. Aber tief in seinem Unbewussten, programmiert von dem Großvater oder Großgroßvater, steckt da die Angst. Natürlich ist man nicht homosexuell sofort, wenn man eine Prostata-Massage durch die Partnerin gemacht genießt. Man ist dann eher bewusst in seinem eigenen Körper. Man kümmert sich um die eigene Anatomie und wie schon gesagt, um die eigene Gesundheit. Weil eine gute Prostata-Massage ist auch sehr gute Krebsvorsorge. In Russland machen das überhaupt die Urologen, allerdings nicht so erotisch, wie wir Frauen es können. Und natürlich kann es sogar mal schmerzhaft sein, deswegen in Russland gehen nicht alle Männer so gerne zur Prostata-Massage. Und ja, wie gestaltest du diese Erfahrung maximal erotisch und maximal schön für deinen Partner? Erstens, sprich dich mit ihm ab. Wenn er wirklich, wirklich 100% dagegen ist, macht es keinen Sinn, ihn rektal zu vergewaltigen. Und wie gesagt, es kann sogar schmerzhaft sein. Zweitens ist es wichtig, damit es nicht wehtut, deine Nägelchen zu opfern und noch darüber hinaus ein Kondom zu nutzen. Nicht nur aus den hygienischen Gründen, sondern um wirklich, wirklich seine Darmhaut zu schützen vor irgendwelchen Problemen. Es ist wichtig, den richtigen Zeitpunkt auszuwählen und auf die Prostata-Massage zu verzichten bei folgenden Kontraindikationen wie akute Entzündungen im Beckenbereich oder auch Hämorrhoiden. Rebuilding ist eine gute Sache bei Hämorrhoiden, obwohl er schmerzhaft ist.
Prostata-Massage, die die Partnerin macht. Lieber nicht, weil sonst assoziiert der Mann diese Erfahrung immer mit dem Schmerz. Und zweitens, hygienisch ist es ein bisschen komplizierter, wenn da offene Wunden sind. Deswegen lieber machen, wenn da keine akuten, schlimmen Prozesse laufen. Und am liebsten auch auf Prostata-Massage bei Fieber verzichten. Aber ich glaube, wirst du das sowieso irgendwie vom Common Sense verstehen. Entspanne deinen Partner. Bereite ihm ein schönes, entspannendes Bad vor. Mit Kamille oder mit euren lieblingsätherischen Ölen. Bereite den Raum vor. Auch mit wundervollen Aromen, mit romantischer Beleuchtung, wie sowas zum Beispiel, eine Salzlampe, Kerzen. Achte darauf, dass die Temperatur im Raum gut ist. Achte darauf, dass die Musik, die spielt, wenn du Musik möchtest, dass diese Musik euch beiden gefällt. Alles soll maximal angenehme Anker in seinem Kopf setzen zum Thema Prostata-Massage. Und vielleicht bist du auch selbst etwas nervös, bevor du das alles machst. Für die Beruhigung des Partners und für die Hygiene ist es sehr empfohlen, mit Analdusche sich auch vorzubereiten, da im Bad, während du den Raum vorbereitest. Und wenn er da ist, geht's los. Am liebsten würde ich empfehlen, den Partner auf den Rücken zu platzieren, mit gebeugten Knien auf die Kissen positioniert oder irgendwie so angenehm, dass er sie die ganze Zeit nicht halten muss. Und meine Lieblingsposition für die Prostata-Massage wäre Reiterin rückwärts. A. Er sieht dabei deinen wunderschönen Rücken. Das setzt zusätzliche visuelle Reize. Und wir wissen ja, die Männer stehen auf visuelle Reize. Und ja, das gibt dir etwas mehr Spielraum beim Reichen der Prostata und bei der Spielerei mit den anderen Körperteilen zur Ablenkung von dieser Tabuzone, während du sie stimulierst. Und auch eigentlich für Spaß. Vielleicht hast du selbst Lust drauf. Weiter massierst du den Partner am liebsten den ganzen Körper zuerst oder zumindest alles drumherum mit ganz viel Öl. Massierst du seinen Penis, massierst du seine Hoden, Perineum, ja, Dammbereich, ist eigentlich potenziell sehr empfindlich für die liebevolle Spiele. Von Mann zu Mann, wie gesagt, unterschiedlich, aber kann man viel da machen. Du nimmst bitte ganz viel Öl und massierst erstmal liebevoll seinen Anus, was der Arzt nicht so wirklich macht. Du versuchst, die Haut weich zu machen. Vielleicht macht es sogar Sinn, an den Tagen vor deiner ersten Prostata-Massage zu machen, damit die Haut, Gott bewahre, sich nicht reißt, wenn sie zu trocken sein sollte. Und du achtest drauf, wann ist der Mann bereit, dich reinzulassen. Achte auf seine Körpersprache. Und wenn der Anus sich ein leichtes bisschen entspannt, nicht mehr so verkrampft ist, ist es vielleicht die Zeit einzudringen. Dafür brauchst du eine riesengroße Menge Gleitgel, lieber zu viel als zu wenig, oder manche nehmen dafür auch schon wieder Öl, aber wieder sorge drauf, dass es richtig viel ist, um seinen Darm nicht zu verletzen. Du führst am liebsten deinen Mittelfinger rein, mit Kondom wie gesagt, komplett rein und suchst. Die Prostata ist bei den Männern schon wieder unterschiedlich positioniert. Wenn sie nicht erregt ist, ist sie so wie eine kleine Erbse. Je größer die Erregung, höchstwahrscheinlich passiert es während der Massage, wird sie wie diese Nuss. Was können wir mit der Prostata so machen da im Darm, im Blinden? Prostata heißt nicht umsonst der männliche G-Punkt. Eigentlich entwickelte sie sich bei dem Fötus aus den gleichen Zellen wie unser G-Punkt.
Das heißt, alle Griffe, die wir da so toll finden, sind für den Mann auch höchstwahrscheinlich sehr erregend. Leichtes Kreisen, pulsierendes Drücken, Vibration oder so komm her, komm her, komm her Bewegung. Kann sehr angenehm sein und wenn wir das Tempo erhöhen, stimulieren wir den Partner mehr. Und wenn wir uns verlangsamen, spielen wir mit den Wellen der Erregung. Sollte der Mann wirklich Probleme im Kopf damit haben, macht es Sinn, die ganze Zeit abzulenken. Mit Handjob, mit Oralverwöhnung, was auch immer dir da einfällt, deine Brust kann es stimulieren und so weiter und so fort. Weiter und weiter und weiter wirst du merken, wie sie größer ist und bestimmt kennst du schon die Merkmale, wann der Mann so weit ist. Am liebsten die erste Prostata-Massage sollte sich mit einem Orgasmus beenden, um den positiven Anker in seinen Kopf zu setzen. Dieses Orgasmus wird höchstwahrscheinlich wesentlich stärker als normalerweise und durch diese positive Erfahrung wird dich dein Partner öfter dran lassen und du kannst viel mehr Gutes für seine Gesundheit und für eure gemeinsame Sexualität dadurch tun. Nach dem Orgasmus, wo die Muskeln sich stark kontrahieren oder etwas nachher, hole deinen Finger bitte langsam raus, nicht so schnell und bleibe bei deinem Partner etwas liegen. Das ist ein sehr berührendes Moment, sehr, sehr emotional. Wie gesagt, bei vielen Männern werden da esoterisch gesehen Ängste gesammelt. Seine ganzen Überzeugungen, seine ganze Schambehaftung von dem Thema Anus wird jetzt vielleicht sich zeigen und das kann sehr emotional sein. Bleibe bei ihm, gebe ihm die emotionale Unterstützung und natürlich wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg und du wirst sehen, wie dein Partner sich verändert, wie seine Augen mehr strahlen, wie seine Einstellung zum Sex noch mehr in Richtung Gourmet kommt. Ja, wir lassen unsere Gourmets wachsen. Wir Frauen haben da eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Und je besser du mit deinem Partner umgehst sexuell, umso besser wird er höchstwahrscheinlich mit dir auch umgehen, wenn eure Beziehung grundsätzlich gut funktioniert. Schaue, vielleicht wird dein Mann auch erfolgreicher. Die Prostata-Massage einfach. Ja, ja, das geht hormonell und energetisch gesehen auf jeden Fall bergauf. Also, hoffentlich habe ich dir diese Idee gut verkauft. Viel Spaß und alles Liebe. Und für die Männer, die keine solche Partnerin im Moment haben, kann ich durchaus Prostata-Stimulation mit Rimbuilding empfehlen. Außerdem kombinieren wir da die Massage mit Beckenbodentraining, was noch intensiver für die Gesundheit ist und Erektionsförderung euch bietet, Ausdauer bietet, gutes Training sein kann, um besserer Liebhaber zu werden und selbst mehr Spaß zu haben. Alles Liebe!